Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kirby Space Program. Ich wollte schon was sagen, Minecraft After Humans. Mache ich so nebenbei gerade. So. Wir wollten mal gucken, wie es denn hier jetzt aussieht. Ob wir hier schon irgendwie einen Encounter bekommen könnten. Was passiert hier? Nicht das, was ich wollte. Oh. Ja. So. Das sieht doch schon ganz gut aus. Das Problem ist, dass ich das nicht geregelt bekomme, ne, bis ich da bin tatsächlich. Okay, na gut, dann soll das eben so sein. Wo wird's mehr tatsächlich? Machen wir es mal so. Zusetzen. Und wir setzen das mir mal möglichst nahe auf Null tatsächlich. Einfach nur, vielleicht geht es dann besser, um einen Encounter zu bekommen. So, vielleicht funktioniert das dann jetzt besser. Moment, ich bin am falschen Manöver. Sind Nuancen, die sich da tun. Okay. Vielleicht wenn man denn, oder? Warte mal, wenn wir einfach noch ein paar Umdrehungen warten, wird das dann besser oder schlechter? Es wird besser. Beim anderen sind es 58 Tage. Wie viel sind es hier? Warte mal, da war doch gerade irgendwie was, oder? Keine Ahnung. Dass es immer wieder weg ist, wenn man mal einfach mal kurz ein bisschen was macht dran. Ja, so schaut's doch gar nicht mal schlecht aus, wollte ich sagen.
Jetzt sollten wir einfach tatsächlich wieder einfach mal in die Richtung losfliegen und schauen, was passiert. Nein, so geht's noch näher tatsächlich. Und dann wieder nicht mehr und dann wieder doch. Ich setze das jetzt mal so nahe hin, wie es irgendwie geht, und dann machen wir es einfach, bevor es wieder verschwindet, und dann ist auch gut. So, und zwar so, glaube ich, oder? Geht es hier noch näher irgendwie? Ja, hier geht es noch näher. Wird's jetzt erstmal nicht. Ich mache das erstmal so. Oder? Moment, wird es hier noch mal besser? Ja, es würde noch mal besser werden tatsächlich. Wir nehmen noch ein paar Umdrehungen rein. Weil beim anderen sind es 58 Tage. Was soll schon passieren? So. Wie sieht es jetzt hier aus? Hast du das? Jetzt geht die Maus auch noch nicht. Schön. Ja, was soll's. Ich glaube, so mache ich es jetzt einfach mal und dann wird irgendwas passieren, oder? 30 Tage. Go. Hui. Es dauert. Vier Tage noch zum Vorspulen. Drei. Einer. Und wir sind dran. Okay, was würde jetzt passieren, wenn ich dieses Manöver tatsächlich einfach noch weiter in die Zukunft schieben würde? Es würde noch besser werden, tatsächlich. Ich meine, wir haben noch ein paar Tage übrig, die wir verblasen können, weil die andere Mission hat auch 58 Tage Zeit, tatsächlich. Wenn wir nochmal 10 Tage dazu nehmen, ungefähr. Wie nahe kommen wir denn dann hin?
Ist das jetzt besser als vorher? Oder ist er schlechter? Es muss besser sein eigentlich, ne? Trotzdem so besser. Ne? Man muss trotzdem so ein bisschen steuern. Beziehungsweise, das machen wir vielleicht erst später tatsächlich. Ich gehe hier auf 0 und mache das erstmal so. Und den Rest machen wir dann im Flug tatsächlich, weil ich glaube, das ist effizienter. Mal 10 Tage vorspulen. Ungefähr 45 Grad war es, ne? Und hin. Ja. Ungefähr 45 Grad, würde ich sagen. Das kommt einigermaßen hin. So, ne, denn. Richte dich mal drauf aus. Ich habe dummerweise den falschen Körbel mitgenommen. Ich habe den Jebediah mitgenommen, tatsächlich. Ah, das war die Rakete. Warte mal, die Solarmodule sind nicht ausgefahren. Hatte ich die nicht letztens erst aus? Ich habe nicht gespeichert. Stimmt. Ich habe nicht gespeichert, stimmt. Und wir haben halt keinen Strom. Okay, gut. Das erklärt jetzt einiges. Aber wir haben RFS. Und wir haben Körbel. Das einzig Gute an der bemannten Mission tatsächlich. Und sobald wir die Engine anhaben, ist es eh egal. Weil die uns mit Strom versorgen wird, tatsächlich. Was die Mission sagt. Das Problem ist halt, dass mein Triebwerk so lange braucht, bis es ein bisschen was rausbeschleunigt hat. Das ist echt nicht das effizienteste Design. Braucht er jetzt dann sowieso, keine Ahnung, 140 Tage oder so, bis es dort ist. Irgendwie sowas in der Art wahrscheinlich. Das heißt, das kann jetzt dann mal fliegen. Das fliegt eine Weile ganz gut. Habe ich? Ja, ich habe einen Docking. Ja, genau. Habe ich letztes Mal schon geguckt, ob ich einen Docking-Port dran habe. Okay. Ich weiß nur nicht, wie geil das sein wird, um Gili anzuducken. Das wird interessant auf jeden Fall.
weil da die kleinsten Veränderungen wahnsinnige, also die kleinsten Manöver wahnsinnige Veränderungen in der Flugbahn tatsächlich ausmachen. Das wird interessant. Wie ist denn die Mission überhaupt? Was soll ich denn überhaupt alles machen? Ich soll eine Flagge aufstellen, ich soll andocken. Okay. Und mehr ist es nicht, ne? Ja. Genau. Ich soll andocken und ich soll eine Flagge aufstellen. Okay. Ich glaube, das bekommen wir hin. Hoffentlich zumindest. Ich könnte mal immer Quicksave machen. Brenn, Engine, brenn! Schick raus das Zeug! Ah, ich sollte da echt eine andere Rakete nehmen als dieses komische Atomding. Das ist einfach furchtbar. Ich meine, Effizienz schön und gut, aber es ist furchtbar. Ich meine, wenn das Ding leichter wäre, wenn das keine 10 Tonnen wiegen würde, das Ding, sondern wirklich nur 3 oder so. Dann wäre es eine Sache, dann wäre es halt echt cool. Aber so ist es eigentlich für das, dass es so wenig Schub hat, echt nicht zu empfehlen. Es dauert Ewigkeiten und du kannst ja halt nicht vorspulen, wenn du bremst, oder? Nö. Geht nicht, ne? Genau. Ich muss halt echt warten, bis es endlich mal soweit ist, dass er fertig gebrannt hat. Dauert halt noch 3 Minuten das ganze Spiel. Bis endlich mal die Geschwindigkeit erreicht ist. Und es dauert. Ne, ich mach das jetzt nicht 3 Minuten lang. Ah, ja. Was könnte man denn so erzählen eigentlich? Ich will jetzt nicht über eine Krankheit reden, die mit C angeht. Das ist mir ehrlich gesagt gerade ein bisschen zu doof, weil ich kann es nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Es ist einfach furchtbar. Man hört ja nichts anderes mehr, deswegen. Ja. Ich will gar nichts mehr hören dafür. Ich hoffe einfach, dass ich das jetzt schon hatte im Endeffekt, also das, was ich jetzt hatte, dass es das war und dass es jetzt vorbei ist oder so gut vorbei ist und dann passt das schon. Ich hoffe, dass das so ist. Und dann wird irgendwie was passieren. Genau, ich wusste doch, dass wir ziemlich rechtläufig zielen müssen, weil uns die Gravitation sowieso rumzieht. Das war also genau richtig, was ich getan habe. Aber es dauert halt Ewigkeiten. Es dauert halt so Ewigkeiten. Das ist echt doof, dass ich keinen Wissenschaftler mitgenommen habe, sondern den Jebediah. Nichts gegen den Jeb, der ist gut. Das ist ein Pilot. Und endlich würden wir die Umlaufbahn vom Planeten verlassen. Und in die nächste Umlaufbahn eintreten. Das. Ja, wir haben noch ein bisschen was zu wegzufeuern. Sind wir aktuell, ne? Okay.
So. Dass das Manöver jetzt abhaut, das ist auch klar. Weiß halt nicht genau, weil ich den 17er Punkt halt nicht hundertprozentig da hatte, wo es eigentlich hin sollte. Weißt du was? Wir sind eh schon zu weit. So, wir gucken mal. Machen wir hier ein Manöver schon mal hin. Das wäre besser. Oder auch nicht mehr. Ich drehe wie verrückt an dem Rad. Und es passiert halt nicht viel. Na komm. Jetzt. Okay. So. Huch. So. Okay. Okay, das geht gut. Huch. Ja, erstmal so würde ich sagen, und dann können wir den Rest noch. Mal den Rest noch. Oh Gott, das kostet nochmal 400. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es nochmal 400 kostet. Aber was soll's. Das ist in 3 Tagen. Ich glaube, die haben wir. Was ist das für eine Richtung tatsächlich? Wie sieht denn dieser komische Dingens aus? Das ist ein blauer runder Pöppel. Ein runder Pöppel. Der hier wahrscheinlich. Kann es nicht sein? Das kann es sein. Ja, dann Feuer frei. Möchte ich gerne live sehen, tatsächlich. Wenn man einfach sieht, wann es schlechter wird. Ich hoffe, das andere Manöver ist noch nicht vorbei. Ich hoffe, da haben wir noch genügend Zeit, dass wir das machen. Oh. Ah, jetzt müssen wir hier ein Manöver hinzufügen. Hallo?
möchte da ein Manöver hinzufügen. Wieso kann ich da kein Manöver hinzufügen? Was ist da los? Manchmal geht's nicht, dann muss man einfach mal speichern und nochmal neu laden, dann funktioniert's wieder. Keine Ahnung, das ist auch wieder so ein Bug, ne? So, dann nochmal neu. Und jetzt haben wir im Endeffekt genau das gleiche und jetzt kann ich ein Manöver hinzufügen. Ist ja doof. Ah, das ist falsch. Die Richtung. So, haben wir jetzt wieder ein Approach. Jetzt haben wir wieder ein Approach. Ich muss das trotzdem drin lassen, das Manöver. Sonst sehe ich es nicht. Eigentlich total dumm. Aber wenn man es sonst nicht sieht. Ah, warte mal. Haben wir jetzt ein. Ja, gut. Wir machen das mal. Schauen mal einfach, wie sich's verhält dann. Ich meine, es wird dann schon irgendwie was passieren. Ich glaube, ich war schon effizienter dahin zu fliegen, oder? Irgendwie? Zwar, aber es ist immer so eine Tortur, irgendwie so ein bisschen. Haben wir das Gefühl? Aber ich glaube, der Jeb die Mission beendet hat, dann kann er sich auch auf den Punkt ausrichten. Also da hat sich aufs Manöver. Dann wird es ein bisschen schöner insgesamt für die Zukunft. Wir gucken mal, wie es denn aussieht. Ach nee. Ich wollte es nicht entfernen. Ich wollte. Es geht wieder nicht, ne? Also, was heute los ist, weiß ich nicht. Normalerweise geht das immer, dass ich das wegmache und einfach wieder neu hinsetze und dann kann ich es wieder hin und her schieben und was weiß ich und hast du nicht gesehen, aber dieses Mal, es will einfach nicht. Hinzufügen. Aber auch ohne da. Oh, ne, ohne dem geht's nicht. Okay, aber mit dem geht's. Gut, alles klar. Okay, mit dem geht's. Na denn? Warte mal, das ist ja. Ganz weit weg von dem, wo es hin soll, ne?
Okay. So würde ich es machen tatsächlich. Okay, gut. Dann, dann wollen wir mal zum Müllmann wechseln, in der Hoffnung, dass das Manöver von dem noch nicht vorbei ist. Wo ist denn der Müllmann? Hier ist der Müllmann, da ist der Müllmann. Da ist der Müllmann, da ist der Müllmann, wo ist der Müllmann? Da ist der Müllmann, 14 Tage. Juhu! Der spult aber langsam vor. Und dann haben wir den Approach tatsächlich in der nächsten, im nächsten Umlauf erst. Oh Gott, das dauert ja noch mal ein paar Tage. Wenn das dann zum Auffüllen auch jedes Mal so lange dauert, ich muss den auf eine geringere Uhr, ich muss den irgendwo geringer, irgendwo zwischen Minmus und Moon muss ich den reinpacken, glaube ich. Alles andere macht keinen Sinn. Alles andere ist absoluter Schwachsinn, glaube ich. Das war so eine Schnapsidee von mir, weil wir dann ziemlich nahe an der Kurbelflucht sind. Das macht natürlich schon ein bisschen Sinn, wenn man weiter wegfliegen will und so. Aber wenn ich mal ehrlich bin, das meiste, was ich jetzt aufgetankt habe, das war tatsächlich im System. Und im Endeffekt, glaube ich, ist es wichtig, dass wir vom Kurbel wegkommen. Weil da verblasen wir irgendwie, was weiß ich, 3000 Meter pro Sekunde oder so. Und alles andere, glaube, das ist nicht mehr so tragisch dann. Ich glaube, das ist einfach nicht mehr so tragisch alles. So, wie sieht es denn jetzt hier aus? Oh, es wird schlechter. Okay. Okay. Wir hinzufügen. Wir gucken mal, wie wir das noch ein bisschen besser hinbekommen. So jedenfalls nicht, so auch nicht. So wird es ein bisschen besser tatsächlich, so wird es schlechter. Okay. Dann gucken wir mal hier, Manöver hinzufügen. Ja, ich glaube, 32 Tage müssen wir jetzt einfach mal vorspulen. Ne? Das andere, das läuft eh 100 Tage oder so, bis wir das nächste tun müssen. Wir spulen das mal vor. Mir sonst zu lange. Der nimmt immer so eine lahmarschige Geschwindigkeit tatsächlich. So. Okay. Ja, und schon wieder diese lahmarschige Geschwindigkeit, das ist doch echt furchtbar. Also irgendwie, da muss es einen Mod geben, dass es schöner geht. Da muss es einen Mod geben, dass es schöner geht. Kann überhaupt nicht sein eigentlich.
sind ja noch wahnsinnig weit weg. Also ich muss den trotzdem in den anderen Orbit, ich muss den trotzdem zwischen Minmus und Moon irgendwie reinbringen. Also richten wir erstmal die Dingens aus, weil das geht hier oben am schönsten. Noch ein bisschen vorspulen. Dauert halt so Ewigkeiten eigentlich. Es sieht so wenig aus, aber es dauert halt so Ewigkeiten. So. Nochmal vorspulen. Es sind halt immer noch. Ist halt immer noch wahnsinnig weit weg, das Ding eigentlich, oder? Ne, 4 Kilometer. Dann, okay, dann habe ich nichts gesagt. Na denn? Achso, ich muss hier näher ran, damit das irgendwie klappt, ne? Aber nicht, vielleicht nicht unbedingt mit 1, irgendwas Meter pro Sekunde. Ich kann auch nichts machen damit. Ich muss noch näher ran. Erst. Milja, muss man ran? Ich fliege mal 50 Meter ran. Kann ich jetzt irgendwas machen mit dir? Mal gucken, das geht. Wenn ich jetzt schon das Gelenk freigebe, na, es geht nicht, ne? Geht erst, wenn wir angedruckt sind. Umbenennen. Hier kann ich ihn umbenennen. Okay, ja, will ich aber noch nicht. Das ist der Schwerpunkt. Was? Was? Moment. SAS muss raus. Das ist das Problem. Thank you.
mal kurz ein bisschen hier rüber bringen, damit ich da ein bisschen mehr sehe, weil in dem Braunen sieht man es irgendwie so schlecht, finde ich. Das sieht gut aus. Okay. Schön, dass das aufs erste Mal so gut geklappt hat, tatsächlich. So, und jetzt muss ich mal den Moon anvisieren, weil der hat echt eine geile Flugbahn eigentlich als Ziel. So, und dann machen wir das nämlich hier einfach mal, Manöver hinzufügen. Und dann machen wir das so. Wie viel brauche ich dazu? 153. Ich glaube, wir brauchen. Na? Warte mal. Wie wird's denn besser? Wie wird's denn schlechter? Da ungefähr würde ich ihn hinhaben wollen. Glaube ich. Das ist so ungefähr in die Mitte halt. Ja. So ungefähr in die Mitte. Ich glaube, das passt. Na, was mache ich denn? So, ich habe das RSF dafür ausgeschaltet tatsächlich. RFS. Aber ich könnte sagen, wenn ich hier. Weil die Masse ist ja woanders, ne? Falsch rum. So, geht doch. Gut. Wieso dreht er sich noch ein bisschen weiter? Das war also nicht geplant. Nochmal versuchen. Da bitte halten. Dankeschön. So, denn. Ich hoffe nur, dass wir nicht von Minmus dann irgendwie rauskatapultiert, der mich wieder rauskatapultiert wird. Das wäre nämlich ein bisschen schade tatsächlich. Aber die ganze Arbeit umsonst gemacht. Aber ich war auch ein bisschen doof, ne? Ich hätte das schon eher so machen sollen, eigentlich. Erstmal ausrichten und dann. Dann sich eine Umlaufbahn aussuchen. Aber gut, so haben wir jetzt gemerkt, dass das da außen doof ist. Es ist ja auch in Ordnung. Ich meine, es hat ja auch jetzt seinen Sinn gehabt, das passt ja dann. Genau das soll nicht passieren. So. Wir brauchen ihn, glaube ich, gar nicht so weit reinziehen, oder? Ich glaube, es reicht auf 35 tatsächlich, wenn wir auf 35 runterkommen würden. Aber dann passt natürlich das wieder nicht, dann passt das Manöver wieder nicht. Dann passt das Manöver wieder nicht. Thank you.
Weißt du was? Ich versuch's einfach mal nochmal. Oh, wir haben es eh schon wieder. Wir haben es eh schon wieder. Wir sind eh schon wieder drüber raus. Wirklich? Was ist jetzt passiert? Aber das sieht ja nicht mal so schlecht aus an und für sich. Muss das wieder hier machen. Okay, es wird jetzt erstmal so nicht besser, nicht schlechter, aber wir können da was nutzen. Dann brauchen wir vielleicht nicht ganz so viel Treibstoff. Wenn das so funktioniert, wenn das so geht. Moment, erstmal gucken, wie sieht es denn aus? Wo würden wir denn. Ja, das sieht gut aus, an und für sich. An und für sich sieht das echt gut aus. Der Brocken ist doch ziemlich schwer trotzdem. Kann man irgendwie sehen, was das Ding für eine Masse hat tatsächlich? Ja, irgendwie echt interessant, was das Ding für eine Masse hat irgendwie. Hier. Ja, 117 Tonnen. Ja, das ist schon ein bisschen was. Da kann man schon ein bisschen dran ziehen. Nein, das Manöver sagt mir so in die Richtung. Ich halte jetzt einfach in die Richtung und dann schauen wir, wann es soweit ist, dass es eigentlich geil wird. Es war natürlich doof, dass ich erst jetzt runtergebremst und dann wieder hochziehe. Irgendwie ist das doof. Irgendwie ist das doof. Ja, was soll's? Komm. Was soll's? Ich meine, das ist halt so, wenn man halt die Richtung anpassen will, dann wird man halt auch in die Richtung erstmal ein bisschen schneller wahrscheinlich. Oder ja. Kommt halt mehr Speed drauf. Man müsste dann eben in die Richtung tatsächlich beschleunigen, also rückwärts tatsächlich. Und dann würde das tatsächlich besser werden wahrscheinlich. Aber jetzt soll es doch bald mal soweit sein, oder? Oh, cool. Ja, nicht ganz optimal, wie ich es haben wollte, aber ich finde es erstmal okay. Ich finde es erstmal okay. Wenn wir hier ein Manöver hinzufügen. Nö, dann wird es nicht besser, sondern schlechter. Okay, gut. Dann lassen wir mal vorspulen, würde ich sagen.
Und wenn wir hier ein Manöver hinzufügen, wir dann hier. Ich glaube, das ist nicht das, was ich will, ne? Ja, was soll's. Okay, wir spulen da erstmal hin. Und dann. Hui! Lassen wir uns von dem hier reinschleudern. Das sieht bestimmt gut. Da kommt er. Ja, näher kommen wir tatsächlich nicht ran, ne? Tschüss. Okay, so. Mal vorspulen, bis das hier blau wird. Jetzt ist es blau geworden. Manöver hinzufügen und dann müssen wir hier den Rest mal. Naja, 0,1. Ich glaube, besser wird es erstmal nicht. Okay. Dann wird die Wahrscheinlichkeit mit einer Begegnung von Minmus schon geringer, tatsächlich. Moment, wie viele Tage liege ich hier eigentlich rum? Wo ist meine Sonde? Eine andere. Oh. Nein. Moment, ich muss laden. Ich habe den Punkt total versäumt. Oh Gott, shit. Nein. Okay, dann machen wir das in der nächsten Folge weiter. Ah, waren wir hier stehen geblieben. Okay. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir müssen da nochmal ran. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.